Moin, mein Name ist Christopher Fritze. Wir sind hier in Kalübbe in meinem Schlachthaus. Ich zeige euch heute mal den theoretischen Teil, wie wir eine Rinderschlachtung vollziehen. Kommt einfach mal mit und schaut mit mir zusammen hinter die Kulissen. Das Schlachthaus unterteilt sich grundsätzlich in schwarzen und weißen Bereich. Der schwarze Bereich ist der unreine Bereich und die Mitarbeiter dürfen aus hygienischen Gründen aus dem unreinen Bereich nicht in den weißen Bereich eintreten, weil im weißen Bereich das offene Fleisch ist. Hier sind wir jetzt im unreinen Bereich. Wir starten bei der Rinderschlachtung mit der Betäubung, mit dem Bolzenschussapparat. Danach ziehen wir das Tier an einer Kette nach oben, sodass wir das Tier im Hängen stechen und die Entblutung und somit der Tod einsetzen kann. Und hier sind wir im zweiten Step. Hier schlachten wir die Keulen vor vom Rind. Wir schammeln das Fell ab, damit die Keulen frei sind und ziehen dann das Tier weiter zum dritten Schritt. Hier im dritten Schritt nehmen wir das Fell ab. Wir ziehen das Fell über diese Umlenkrolle nach oben hin ab, sodass wir nur noch das Fleisch sehen. Und außerdem wird hier auch an dieser Position ausgenommen. Im Schritt Nummer 4, hier sägen wir das Rind in zwei Hälften, nehmen die roten Organe raus, sodass wir am Ende die linke und rechte Seite haben, damit wir das Rind beim Zerlegen einfacher haben. Im fünften und letzten Schritt schieben wir die Rinderhälften in den Vorkühlraum. Dort bleiben sie über Nacht hängen, damit sie langsam auskühlen können. Ja, ich hoffe, ihr habt einen Eindruck gewinnen können, wie wir mit den Tieren von einem Stück Land umgehen und auch in der Zerlegung das handhaben. Und hoffen, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. Bis dahin. Tschüss!